Aloha und beste Grüße von meinem Balkon, auf dem es gerade herrlich warm ist. Ich meine, das ist hier quasi so ein bisschen Spätsommer-Feeling, glaube ich. Wobei es ist ja auch noch nicht so spätsommerlich drüber. Wir haben irgendwie gerade den 9. September und die Sonne scheint hier rechts von mir. Mal gucken, ob wir hier einen Schatten. Nee, können wir nicht. Hat der einen Schatten, der Typ? Ja, hat er. Und präsentiert euch das hier hinten in Großaufnahme, weil das Ding so eine Riesentüte ist. Das wäre das Original Popcorn. Habe ich euch in meinem neulichen Laber-Video vorgestellt, dass ich es bei Müller Drogerie gekauft habe für 2 Euro. Hier in der Sorte Brezel, denn es gab auch die Sorte Klassik. Ja, Karamellpopcorn, ne? Wer das kennt man vor allem durch Karamell eben hier von der Marke Stork. Da gab es damals noch diese Werbung mit diesem Kind, was von, ich glaube, von seinem Opa Geld bekommen hat und beim Opa auf dem Schoß saß oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Lange, lange ist es her. Da gab es so eine ganz bekannte Werbung für. Und wir gucken uns das Ganze jetzt hier mal an. 140 Gramm sind drin. Übrigens ein sehr schönes Beispiel, wie Produktverarsche getrieben wird. Nicht nur, dass hier oben diese Lasche sehr breit ist, die man am Ende eh abreißt, die schon eine größere Packung suggeriert, sondern wenn wir jetzt hier mal nach unten gehen, bis hierhin ist das Popcorn. Also, ja. Grenzwertig, ne? Hier oben ist wirklich nichts drin, das ist nur Luft. Bis hierhin ist Popcorn. 140 Gramm ist drin. 2 Euro stolzer Preis, wie ich finde, für 140 Gramm Popcorn. Aber vielleicht sind sie ja geil. Was ist das Ganze? Knuspriges Popcorn mit Meersalz und Brezeln umhüllt von echtem Werther's Original Karamell. Oh, klingt natürlich geil. Ich bin ja eh ein Brezel-Fan. Popcorn und Laugengebäck 16% mit Sahne, Karamell, Meersalzüberzug 71%. Also ist das Popcorn eigentlich der verschwindend geringe Teil und eher die Sahne, Karamell, Meersalzüberzug mit 71% ist ja der Hauptteil. Das sind dann hier wahrscheinlich Gewichtsprozent, weil Popcorn wiegt ja nicht viel. Die Zutaten sind Zucker, Laugengebäck, richtiges Laugengebäck auch drin, ist das dann quasi so zerbröselt und drüber gestreut mit dem Karamell, könnte natürlich geil sein. Hefe ist auch drin. Also haben die wirklich richtig gebackene Brezeln genommen. Ist natürlich ganz interessant. Also irgendwie nicht nur so Brezelaroma. Mais ist auch drin. Nein, wirklich. Glukosesirup, Butter, Reinfett, Sahne, kondensierte Süßmolke, Butter. Also schöne Sachen drin, die tatsächlich für einen guten Geschmack sorgen könnten. 462 Kalorien, 16,1 Gramm Fett. Kohlenhydrate machen den restlichen Teil aus. Und auch schmale 3,7 Eiweiß. 140 Gramm von Stork. Genau, dann gibt es hier noch quasi noch die klassische Version, die hier unten abgebildet ist, aber wir wollen es ja irgendwie geil haben. Machen wir auf. Alter Falter, riecht das geil. Hier sind sie drin. Ich habe mal hier eine Schüssel geholt, dass man die uns richtig angucken können. Boah, was ist das denn? Da sind wir richtig so. Boah, wie geil, ey. Hier sind tatsächlich richtig so karamellisierte Brezelstücke auch drin. Also, wie geil das ist. Also, das Popcorn ist jetzt hier wirklich so ummantelt mit so einer Karamellschicht. Und ab und zu hängen dann so Brocken Brezeln da dran. Also, mega cool, so von der Optik her. Ich muss da mal kurz ein Foto noch machen. Schwupps, so kann man ja manchmal so neben der Videoaufnahme machen. Jetzt kann ich die mal drehen. Ich weiß gar nicht, wie das bei euch denn immer aussieht. So, und ja, hier ist das Popcorn. Also genau, ich habe es euch gezeigt. Hier auch nochmal so ein schönes Stück. Das hatten wir gerade. Hier. Also teilweise hat man scheinbar auch nur so Brezelstücke. Sieht geil aus. Probieren wir es mal. Oh, lecker. Das ist gut gelungen. Man hat außen wirklich so eine knackige Schicht, richtig geil, karamellisiert, ganz hart auch. Und innen drin dann das Popcorn. Das ist ja wohl mal super cool. Jetzt mal hier so ein Stück. Das Karamell, der Karamellgeschmack ist deutlich stärker als der nach Brezeln. Sehr süß, salzig auch ein bisschen, ja. Aber so diesen Brezelgeschmack kriegt man zumindest weniger mit, wenn man jetzt nicht direkt so ein Brezelstück drauf hat. Ich gucke jetzt mal bei dem hier. Boah, leck mich am Arsch, ey. Das Zeug ist der Knaller.
Boah, das ist so eine Tüte frisst man auch mal eben weg, glaube ich. Also, ein ganz großer Hit, auch wenn er mit 2 Euro nicht günstig ist und man sich so ein Ding mal eben wegschraubt. Also, ganz geiles Zeug. Knusprig, das karamellisierte, salzig. Wow. Ja, Leute, wer das Original Karamell Popcorn in der Sorte Brezel sowas von Daumen nach oben, könnt ihr euch definitiv kaufen. Ganz klare Empfehlung, ich muss es jetzt schnell wegpacken, sonst ist es gleich weg. Schreibt mir gerne was in die Kommentare, ob ihr es schon mal probiert habt oder probieren wolltet. Von mir gibt es, wie gesagt, definitiv eine Empfehlung. Mega, mega geil. Also, danke fürs Zuschauen, bis bald und ciao, ciao.